Hallöchen Leute und willkommen zurück bei Heroes 6. Wir haben ja letztes Mal hier Istvan getroffen. Haben ihn gesehen und jetzt Der werden wir Märtyrer treffen. Baron George hat meinen Segen. Schickt ihn zurück ins Grab. George folgt Ilat und würde keinem Engel die Füße küssen. Und ihr? Ihr beugt das Knie vor dem Licht, als hättet ihr Beine aus Schilf. George soll gehorchen, sonst verteile ich seine Überreste auf alle Misthaufen im Land. Die Dämonen kommen und Elrad lässt euch Schatten jagen. Istvan, hört mich an. Wenn George fällt, erwarte ich eure stille Rückkehr ins Grab. Andernfalls lasse ich es fest verschließen. Ha! Das hättet ihr längst tun sollen. Ihr habt das Problem George geschaffen, also löst es. Wo er recht hat, hatte er irgendwie recht. Nein, irgendwie möchte ich mich mit einer so großen Zahl nicht beschäftigen. Und ich überlege jetzt gerade, in welche Richtung ich hier wohl weiter muss. Wir probieren das einfach mal. Und wir bauen hier mal. Ich brauche nämlich hier langsam auch mal die... Nee, das Stadttor habe ich schon. Dann stellen wir uns einfach hin. Und bauen uns direkt das... Verdammt, ein zu wenig geholt. Das Bessere, damit ich mich, wenn hier irgendwas kommt, dahin teleportieren kann. Da muss ich mir auch nicht mehr so viel Sorgen machen vor weiteren Angriffen. Aha, da sieht es so aus, als wäre die Brücke schon kaputt. Wäre da schon mal jemand hergekommen? Finde den Drachenritter. Sie hört uns. Sie wird... Führt mich einfach zu ihr und seid still. Seid still, das ist das Wichtigste daran. Ich finde diese Stille nämlich unheimlich nervig. Aussichtsplattform. Da ist eine Stadt. Dann wollen wir uns mit denen doch mal anlegen. Vor allem, wenn die als trivial gelten. Wie komme ich denn da hin? Wahrscheinlich hier rum. Vermute ich jetzt mal, wenn das dazu gehört. Die Drachenzahnkette brauche ich nicht. Die ist nicht so cool. Da möchte ich mich wieder nehmen, auch wenn da schon eine Legion vorsteht. Aber die sollten wir mittlerweile mit unseren Legionen, ja, fast Legionen, ja auch kaputt bekommen. Aber das klingt irgendwie so, als würde ich hier auch schon ziemlich lange spielen. Das habe ich gar nicht so in Erinnerung. So, Beschuss. Und dann lassen wir sie rankommen. Ja, das geht alles noch. Einer von uns muss jetzt eine Gegenwehr fressen. Wohl oder übel. Kann dafür aber auch netterweise gleich wieder geheilt werden. So, ihr macht das, wie ihr es am besten könnt, nämlich so. Schön viel Schaden. Runde 2. Die Glohins sind wieder dran. Wir gehen dann mal auf die hinteren. Ja. Ihr fresst die Gegenwehr hier vorne. So. Ein bisschen was auf die Prätorianer rüber. Ja. Damit machen wir gar nicht so viel Schaden, wie ich gerne hätte. Machen wir das einfach mal so. Kriegen wir dann auch eine Gegenwehr rein. Aber haben dafür mehr Schaden. Fällt gerade mal so auf, ich kann zum Heilen auch einfach meinen Heilzauber verwenden. Und wir haben Glück. Sehr schön. Muss noch irgendjemand wirklich viel geheilt werden? Nö, das kann ich alles vernachlässigen. Dann greift ihr die auch nochmal an. Dann können die selbst uns nämlich nicht zurückangreifen, was auch schon ganz nett ist. Und die nächste Runde. Ihr sterbt. Und ihr sterbt auch. Na dann. Passt das doch ganz gut.
Und wir haben ein Level-Up dafür bekommen und wir kriegen hier sowieso noch einmal Macht. Was möchte ich denn jetzt gerne wieder haben? Was haben wir hier denn noch so? Die Sachen finde ich alle nicht so cool. Was haben wir hier? Das sind alles aktive Sachen. Ich hasse aktive Sachen. Muss man nämlich immer aktivieren. Das klingt gar nicht mal so uncool. Damit kann ich mehr über meine Feinde sehen. Aber sieht es halt immer noch als trivial von. Und in der Garnison sehen wir, was da drin ist. Ja, kann ich hier noch irgendwas bauen? Ja, der fehlt mir noch. Und ich glaube, die Alternative davon war auch nicht so toll. Ja, ich von der Weltkarte enthüllen finde ich nicht so wichtig. Dann lieber noch einen Bonus auf den... Oh, und sie kommt mir entgegen, das ist sehr cool. Das heißt nämlich, dass ich mich nicht mit ihr in den Stadtmauern prügeln muss, sondern schön gemütlich warten kann, wie sie zu mir rüberkommt. Und die Greifen fliegen hoch. Ja, so eine Überraschung. Er hat gar nicht mal so wenig Truppen und das zählt als trivial. Naja. Gut, wir haben mehr. Zumindest was die in den schwachen Einheiten haben wir deutlich mehr. Das war ein guter Schuss. Lohnt sich das wieder erwecken auch noch nicht. Da warten wir lieber noch. Er erweckt wahrscheinlich gleich seine Schützen wieder, ja. Naja, irgendwie klar. Ja, da werden mich dann wahrscheinlich gleich seine Ritter angreifen, aber da habe ich nicht so das Problem mit. Schon mal. Und ja, er greift da an. Kriegt dafür selber nochmal gut Schaden und vor allem wird jetzt von meinen Rittern angegriffen. Das war das Hauptziel dahinter. Und ihr macht wieder mal so einen. Und er hier hinkommt zum Angriff. Ja, die hatte ich schon wieder quasi fast vergessen. Glorien. Davon hat er ja gar keine, fällt mir mal so auf. Wir gehen mal mit auf die Ritter. Wir haben mittlerweile ganz schön viele Glorien, die jetzt auch endlich mal Schaden machen können. Und jetzt kommen noch seine, greifen wahrscheinlich runter auf meine, genau. Vernichten wir mal die Ritter. Und vielleicht hätte ich eher die Königsgreifen vernichten sollen, bevor die mich noch irgendwo angreifen, aber naja. Das ist vernachlässigbar, das stärkt er jetzt für. Wie sieht es hier aus mit Heilung? Ja, das machen wir schon mal so. Sterben jetzt endgültig. Wir müssen uns jetzt mal ganz dringend heilen. Und hoffen, dass wir nächste Runde auch noch mal heilen können, denn das sind deutlich zu viele, die da noch der Schaden genommen haben. So, dass wir uns hier erstmal verteidigen und ein bisschen besser positionieren. Soll er ruhig nochmal dran sein, ein bisschen Schaden machen, aber ich will mich gleich ganz unbedingt nochmal heilen. Jetzt können wir hier mal angreifen. Oh, vielleicht bringen wir die auch um, das wäre uncool. Nein, sie haben es überlegt, sehr gut. Runde 4. Na toll. Er ist vor meinen Priesterin dran, das ist ja schon mal eine schöne Sache. Denn wahrscheinlich tötet er sich damit jetzt quasi selbst. Ja, er macht sich unverwundbar. Okay, dann überlebt er das sogar. Ihr verteidigt euch
Und ihr müsst euch heilen. Jetzt ist er leider immer noch unverwundbar, deswegen wir da nichts von haben. Bis er wieder dran war. Ich kann nochmal heilen, sehr gut. Holen wir uns hier noch welche wieder. Er verteidigt. Hier auch. Und wir gucken mal, da würde ich greifen, verletzen, aber das können wir zum Glück verhindern. Und sie dann einfach erschießen. So. Wow, das war ein gewaltiger Bonus. Jetzt greifen wir hier die Stadt direkt an, in der Hoffnung, dass ich mir da dann das Gebäude zum Wiedererwecken holen kann. Irgendwie hat er hier keine so gut verteidigte Stadt. Wir dürfen zweimal, das ist natürlich nett. Wir können die Glorie schon schützen, sehr schön. Das ist nämlich dann ziemlich effektiv. Damit bringt er seine Königsreifen um. Seine Ritter warten ab, das ist auch ganz angenehm. So, mal schauen, aufs Tor gemacht. Und seine Ritter, ja, warten weiter ab, sehr schön. Machen wir nämlich. Ja, ja, sehr schön. Ich dachte schon, ich hätte ihn nicht erwischt, aber wir haben sie auch erwischt, sehr gut. Das war der Plan. Seine Greifen waren jetzt irgendwie eher uninteressant. Und meine Glorien kümmern sich um seine Ritter. Dann sind wir die nämlich los. Ja, unsere Greifen können hier irgendwo hinfliegen und hätten vielleicht auch zuhauen können. Das ist aber ziemlich egal insgesamt. Und doch, wir können sogar noch. Ich muss nur dieses Tor treffen. So. Die Ritter dürfen auch. Und dürfen dann sogar nochmal Prätorianer töten. Können wir die Glorien schon wieder? Ja, können wir. Sehr schön. Können wir wenigstens noch einen Greifen hier raus snipern. Und dadurch haben wir die mit erwischt. Sehr schön. Nee, das machen wir nicht. Das kostet mich meine eigenen. Da habe ich nichts von. Ihr braucht euch auch nicht reinrennen. Ihr könnt da hinrennen. Ja, gleich mich an. Wäre es hinrennen wahrscheinlich nicht so, falls jetzt seine Prätorianer mit verletzt. Ja, aber. Sehr schön, Kaputski. Sehr schön, die Stadt gehört mir. Wir gucken mal. Ich brauche noch ein paar Kristalle, das lässt sich ja machen. Dann können wir uns nämlich vor allen Dingen die hier alle wiederholen. Und mal gucken wegen Truppen, was hier noch geht. Ja, da kann ich noch ein paar. Nächste Runde kann ich mir die. Oh. Reicht glatt nochmal Kristalle. Na dann. Und ich kann mir hier dann eine Aufwertung für Glorien scheinbar holen. Das heißt, wir werden hier nochmal ein bisschen Zeit zubringen, bis ich mir das alles geholt habe. Weil Glorien aufzuwerten wäre jetzt mir immer so unheimlich awesome. Aber erstmal muss ich mir die so leisten können, ja. Jetzt gucken wir mal, könnte ich das? Ja, ich brauche nur mehr Kristalle. Brauche ich sonst etwas? Ja, Holz kann ich runter bis auf 8 und Erz kann ich ganz weg. So, machen wir das auch mal.
Denn ich werde das Gold, was ich daraus bekomme, unter... Verdammt, das war dumm. Ich hätte mir doch noch mal 8 Stück behalten müssen. Keine gerade so kluge Leistung. So, sehr schön. Wir können Glorien aufwerten und wir können es uns sogar leisten. Und können wir uns dann auch noch welche kaufen? Ah, nicht viele, aber immerhin. Können wir zur Not noch eine Runde warten. Ich möchte jetzt aber gerne sehen, was die hier so können. Segen des Lichts. Diese. Ist ja der nimmt Schaden, der nach der Schlacht regeneriert wird, das ist ja okay. Geisterform Licht schnell. Ja, das kennen wir schon. Das klingt auch nicht schlecht. Und Fähigkeit für Dunkelheit. Ja, wir warten mal noch eine Runde. Bis ich mir hier die restlichen Truppen kaufen konnte. Jetzt noch bauen wohl eher nicht. Nee, jo, ist in Ordnung. Dafür haben wir jetzt gut was bekommen. Und ziehen dann mal... Das hier sah aus, als wäre es wichtig. Da wird man wahrscheinlich diesen Drachenritter finden. Deswegen gehen wir mal dahin. Wobei, nee, tun wir nicht. Wir möchten uns erst mit dem Bündnis der Morgenröte zu Ende anlegen. Denn... Wir müssen ja so oder so das hier schaffen. Das heißt, wir können es erstmal hinstellen und das Bündnis der Morgenröte platt machen. Und damit erreichen, dass die uns nicht mehr auf die Nerven gehen. Ist das eigentlich? Nee, das war was Uninteressantes, genau. Was kann ich hier noch? Das kann ich mir noch holen für mehr Truppen. Das ist gut. Trivial. Wollt ihr überhaupt kämpfen? Nein, wir lassen euch ziehen. Kein Problem. Na super, denn wenn ich jetzt mein verbessertes Stadttor einsetze, lande ich hier. Und einfaches Stadttor werde ich jetzt wohl nicht mehr schaffen. Das heißt, wir können hier schon mal wieder hinrennen, was ewig dauern wird. Na toll. Ja, geil. Und da kommt auch noch einer. Super. Dann kann ich doch wieder zurückrennen, davon, dass ich ein einfaches Stadttor wenigstens noch ansetzen kann. Um mich damit hier unten zumindest hin zu teleportieren. Genau deswegen möchte ich mich nämlich erst mit dem Bündnis der Morgenröte weiter anlegen, damit ich diese Pappnasen wenigstens loswerde. Jetzt ist die Frage, wo er jetzt weiter lang geht. Wenn ich Pech habe, geht er dann da hinten und holt sich die Stadt auch nochmal. Ja, er haut wieder ab. Na, immerhin. Kann ich hier noch irgendwas Tolles? Ja, ich kann einmal Truppen mitnehmen, scheinbar. Wobei ich das einzeln mache, weil die... Moment, kann ich nicht jetzt hier auch? Nein. Toll, ich kann nur da hinten die verbesserten Glorien. Deswegen ich mir die dann hier gar nicht erst holen brauche, weil ich da dann eh nichts von habe. Müssen wir aber so oder so noch da oben hin, oder kann ich jetzt... Nee. Hilft mir alles nichts, hilft mir alles nichts. Wir müssen dahin laufen. Er kommt wieder runter. Das ist tendenziell nicht schlecht, weil wenn ich Glück habe... Ja gut, ich erwische die Sonne noch nicht, aber wahrscheinlich wird er an mir vorbei wollen. Dann kann ich mich hinstellen und ihn platt machen. Ja, jetzt rennt er wieder weg. Geil. Und ich habe nicht so viel Bewegung über. Das heißt, ich werde ihm wahrscheinlich hinterher rennen dürfen. Während er sich da oben dann nämlich meine nächste Stadt holt. Und da kommt er auch wieder. Oh. So. Dann werde ich wieder mit verbessertes Stadttor da runter. Und jetzt bin ich hier gelandet. Okay, dann muss ich ihm hier entgegengehen. Ist das alles nervig, ehrlich gesagt, regt mich das gerade ein bisschen auf, deswegen machen wir hier jetzt für diesen Part erstmal Schluss, damit ich mich ein bisschen wieder beruhigen kann und überlegen kann, wie wir es beim nächsten Mal vernünftig angehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal auch wieder. Bis dann, Leute, macht's gut.